Oh ja, das kenne ich. Das kenne ich, ne? Man hat so 3, 4 Monate Zeit. Ne? Aua. Ein Meerschweinchen haben gerade meinen Zeh gebissen. Schon wieder. 3, 4 Stunden Zeit irgendwie. Au! Ja, wenn Tiere sprechen könnten, 10 die dicksten Dinger. Schon allein schon. Was kommt denn hier schon wieder? Was kommt denn hier schon wieder auf mich zu? Na gut. Hey, bist du bereit für unseren ersten Zungenkuss? Oh, ich glaube schon. Ich meine, romantisch. Das ist richtig gut. Weil wenn man Gouda gegessen hat oder einen schönen Fisch. Na hübsche, ist hier noch ein Plätzchen frei? Oh, ein Äffchen. Schönes Wetter heute, was? Hm. Mann, 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 du hast aber ein paar richtig schöne Beine. Wirklich? Das ist aber nett. Hm, ja, so, genug gequatscht. Jetzt zeig mal deine Glocken, Baby. Hey. Was dagegen, wenn ich mal anfasse? Da freut sie sich. Dass meine Alte das nicht wenigstens einmal im Leben. Kriegt. Oh ja, die sehen wirklich ganz fantastisch aus. Oh, da sind Brüste. Ja, gut erkannt, Einstein. Hey, das ist ja wohl nicht zu fassen. Oh, jetzt kommen sie alle. Was machst du da, Uwe? Hat er sie belästigt? Ja. Ah, so ein alles Ferkel. Ich werd verrückt, das ist mein absolutes Lieblingsessen, her. Nein, da muss ich echt mal hingehen. Mal gucken, ob die das bei mir auch machen. Ich will auch was essen. Hey, Pfoten weg, Ignaz, das ist nichts für dich. Ich hab aber auch Hunger. Nein, das ist nur was für richtige Feinschmecker, Ignaz. Ich lass mich da jetzt ran, endlich. Hau ab, du kleine Fettbacke. Ich will auch essen. Problem, das haben wir gleich. Hallo, ich benutze mal kurz Ihre Badewanne. Bernd, ja, die Zeugen Jehovas greifen an. Ne? Ist die Kamera schon an? Ich mein, Jehovas greifen an. Okay, also ich bin Sven. Und ich bin Thilo. Wir halten heute einen Vortrag über Vorhautverengung. Lol, was ist das? Das sind echte Hunde. Das sah jetzt gerade aus wie so. Nie wie eine Wachsfigur, aber so. Keine Ahnung, Tonfigur oder irgendwas. So, mal gucken, was es heute in der Kantine gibt. Gegrillter Pelikanschnabel, Eichhörnchen in Haselnusssoße und als Nachtisch Pudding. Das sind übrigens die, die auch dann vom Auto, ne? Dann ihre Haare stylen, ihre Brüste richtig richten und dann merken, oh, ne, das Fenster geht da runter. Oh, da war ja einer drin. Na los, Maurice, beeil dich, wir legen gleich ab. Ich beeile mich ja schon, ich sagen, aber das ist gar nicht so einfach. Hey, hey, was denn? Ich dachte, du willst Meeresbiologe werden. Streng dich mal ein bisschen an. Ja, ich wusste aber nicht, dass man da so eine Leiter hochklettern muss. Außerdem ist das hier alles so nass und wir mussten viel zu früh aufstehen. Los, Maurice. Weißt du, Erik, vielleicht will ich doch lieber irgendwo im Büro sitzen. Das ist mir hier alles gerade ein bisschen zu anstrengend. Scheiße, Maurice, ist das dein Ernst? Ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, um dir hier einen Praktikumsplatz zu besorgen. Boah, jetzt würde ich die Leiter umschmeißen. Beweg deinen Arsch jetzt. Ja, ist ja gut. So, Trixie, mach dich bereit für die Erfahrung deines Lebens. Na, wie ist das? Fühlt sich gut an, oder? Aufhören. Oh, ich schwör dir, Trixie, ich brauch nur noch eine Sekunde. Ich hab's gleich. Das erklärt sich nicht. Bist du taub oder was, du Spacken? Was los, Trixie? Hat's dir nicht gefallen? Lass dir erstmal eine Mähne wachsen. Oh mein Gott, da ist Kevin Costner. Kevin, hey, Kevin, wo? Kevin, wo ist Kevin, Kevin, Costner? Kevin, Kevin, hey, Kevin, Hund, Kevin, bitte. Wir sind deine absoluten Kevin, Kevin, ich würd dich heiraten, echt jetzt. Hey, du da. Ja? Was machst denn du in unserem Gehege? Suchst du Streit oder was? Nein, ich muss mich irgendwo verlaufen haben. Ich bin vorhin falsch abgebogen und auf einmal war ich... Bist du ein Paar auf die Fresse oder was? Hä? Bitte lassen Sie Kriegst mich. Kriegst du Kopfnuss, Alter. Batz! Au! Zieh mal deine Schuhe aus. Meine Schuhe? Und zeig mal dein Handy. Wieso mein Handy? Ich stech dich ab, Alter. Die Beule, ist das ein Bär? Scheißegal zu welcher Tageszeit, meine Freundin hat einen Arsch gewonnen. Alter, wir sollten weniger Klebstoff. Passiert mir jeden Tag. Hey, das ist eine Fee. Wie kann das erklären? Das ist nicht das, wonach es aussieht. Ja, das ist peinlich, das ist keine sexuelle Handlung. Nein, nein, nein. Alter, das ist total verstörend. Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ah, übelst gut. Übelst gut gezeichnet, ey. In Zukunft so einiges ändern. In letzter Zeit hat das hier ganz schön angefangen zu schleifen und die Arbeitszeiten werden für meinen Geschmack auch ein bisschen zu flexibel gestaltet. Die meisten Kollegen sitzen den halben Tag. Wenn der Chef auf Arbeit kommt, ne? Aber keiner kommt auf die Idee, mal den Geschirrspüler auszuräumen. Ach ja, und Sascha? Ja? Die Gummistiefel gehören in den Spind und nicht daneben. Hast du verstanden? Ja, verstanden. Gut, dann hoffe ich, dass das in Zukunft auch so umgesetzt wird. Und damit das klar ist, solange bis der Kackanfall abgeschlossen ist, macht die ganze Abteilung Überstunden, klar? Oh, Manno. Und warum stehen Sie hier rum? Zurück an die Arbeit. Wenn am Monatsende die Zahlen nicht stimmen, rollen Köpfe. Oh Mann, fast vergessen. Ich muss bis morgen den Aufsatz über Katzenwinze fertig machen. Oh ja, das kenne ich. Das kenne ich, ne? Man hat so 3, 4 Monate Zeit. Ne? Aua. Ein Meerschweinchen haben gerade meinen Zeh gebissen. Schon wieder. 3, 4 Stunden Zeit irgendwie. Au! Hallo? Junge Dame, das tut weh. Danke, lieber Knuffi. Au! Dankeschön.
Au. Was soll ich jetzt eigentlich sagen? Scheiße. Also man hat übelst lange so Zeit, Referat zu schreiben. So 3-4 Monate. Und ich habe das immer erst 2 Tage oder 1 Tag vorher gemacht. Immer. Ne? Ich habe mal ein Referat, das sollte nur mindestens, ich glaube 25 Seiten. Also keine Ahnung, wer auf die Idee kommt, aber ne, für eine Stunde. Habe ich dann wirklich in einer Nacht gemacht. Bleib zum zweiten Mal sitzen und das wäre super peinlich. Katze? Ja? Was machst du denn da an meinem Laptop? Ich, gar nichts. Und seit wann kannst du sprechen? Das ist sie, meine erste Maus. Das wird mein ganz großer Augenblick. Okay, also zuerst anvisieren und dann angreifen. Auf den Weg, Tim, ich mach das für dich. Den Motherfucker mach ich kalt. Was fällt dir ein, über unseren Hof zu laufen, du elende Ratte, hä? Ich pick dich in 100.000 Stücke, du kleiner Scheiß. Kennt man ja, ne? Entschuldigen Sie bitte. Das ist heute mein erster Arbeitstag. Aber wenn ich mich nicht irre, müssen die Blasenpflaster hier oben irgendwo sein. Warten Sie hier? Nein, nicht. Hier drüben vielleicht? Nee, auch nicht. Tja, dann muss ich jetzt erstmal Pause machen. Tut mir leid. Hey, wo geht's denn jetzt zur Trabrennbahn? Meine Mama sagt, ich soll nicht mit Gorillas reden. Sorry, Bruder. Was denn du für ein Wissen, was ich von den Öffentlich-Rechtlichen halte? Naja, meiner Meinung nach sind die Zwangsgebühren nicht mehr zeitgemäß. Da bezahlt man im Monat fast 20 Euro und die drehen so Sachen wie das verschissene Traumschiff. Okay, pass auf, ich erzähl dir mal einen Witz. Wo machen Kühe Urlaub, hä? In Kuba! Das ist aber echt gut, ne? Ich fand den nicht schlecht, jetzt im Witz. What the fuck, ey. Nee. Nee, nee, nee. Ja, der liebe Kartoffel-Heinz, ne? Wieder ein Meisterwerk geschaffen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Guckt unbedingt ins Originalvideo an. Das Originalvideo ist wie immer ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Würde mich freuen. Haut rein und tschüss.